Wir sprechen heute über die Reform der Pflegeausbildung und an meiner Seite habe ich eine Expertin stehen, die Frau Kniola von den WBS-Schulen. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Wir haben uns heute hier auf dem Standpunkt Lockwitzer Straße getroffen. Was beinhaltet denn die Pflegereform? Die Pflegereform beinhaltet hauptsächlich, dass wir aus den drei Berufen, heißt Altenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpfleger, einen Beruf machen. Das heißt jetzt also, der Abschluss lautet Pflegefachmann bzw. Pflegefachfrau. Warum denn diese Entscheidung? Naja, grundsätzlich hat die Politik sich dafür entschieden, das Berufsfeld des Pflegers interessanter zu machen. Das heißt also, die Auszubildenden werden viel breiter jetzt belehrt, haben damit ein vielfältiges Einsatzspektrum. Und natürlich haben wir auch einen hohen Pflegebedarf. Das heißt also, wir brauchen viele Pflegefachkräfte. Und mit dieser Reform versucht man einfach, ja, diesen Fachkräftebedarf zu unterstützen. Was bedeutet das vielleicht auch für die Lehrkräfte? Da muss man doch eigentlich jetzt spezialisiert auf alles sein. Genau. Die Ausbildung wird ab nächstem Jahr weniger spezialisiert tatsächlich, sondern wird wesentlich breiter aufgestellt. Das heißt, die Schüler werden unterrichtet in der Pädiatrie, also in der Kinderpflege. Sie haben die allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege, aber sie haben trotzdem auch die Altenpflege mit darin. Das heißt, sie lernen auch weiterhin, wie behandle ich bzw. wie pflege ich alte Menschen. Also eigentlich wird es nicht spezialisierter, sondern tatsächlich breiter gefächert. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in diesem neuen System? Also ich sehe es schon als sehr vorteilig, dass die Schüler jetzt wesentlich breiter aufgestellt sind. Das heißt, die haben einfach auch eine viel bessere Einsatzmöglichkeit nach der Ausbildung. Zudem ist es so, dass die Ausbildung jetzt EU-weit anerkannt ist ab 2020. Das heißt, die Schüler haben einfach auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, dort auch entsprechend zu arbeiten und das entsprechende Geld auch zu verdienen. Und wir haben für die Schüler einen ganz großen Vorteil, nämlich ab 2020 ist die Ausbildung generell schulgeldfrei. Ah, okay. Das ist ja eine sehr gute Neuigkeit eigentlich. Genau. Also ab 2020 tritt das Ganze in Kraft sozusagen. Genau, so sieht's aus. Und die ersten Ausbildungen starten auch zum 1. März 2020 und ansonsten dann wieder im August, September, ganz klassisch, wie man es kennt. Genau, und die Ausbildung wird sozusagen auch von den WBS-Schulen hier in Dresden angeboten. Wie kann man denn weitere Informationen zu Ihrer Schule einholen? Generell bietet sich immer die Möglichkeit, über unsere Website zu gehen. Da findet man auch nochmal die allgemeinen Informationen zu der neuen Pflegeausbildung. Wir haben dort auch eine entsprechende Ansprechpartnerin hinterlegt, die man anrufen kann, die man auch per E-Mail kontaktieren kann. Und da bekommt man auch nochmal alle weiteren Informationen. Und ansonsten stellt auch das Bundesinstitut für politische Bildung immer nochmal ganz viele Informationen bereit, beziehungsweise auch das Bundesministerium. Und einen Fachpraxiskoordinator habe ich jetzt neben mir stehen, das ist der Herr Merke von den WBS-Schulen. Herr Merke, wir haben schon im ersten Teil ein bisschen was erfahren dürfen, was sich jetzt verändert. Warum sollten sich junge Menschen denn eigentlich generell noch für die Pflege entscheiden? Gerade die neue Ausbildung ist so gestrickt, dass die Pflegenden ein breites Spektrum haben, in dem sie tätig werden können. Es werden ja die Krankenpflegeausbildung und die Altenpflegeausbildung zusammengelegt, ne, sodass der Generalist entstehen soll, der dann überall tätig werden kann. Sozusagen ist der Beruf dadurch attraktiver geworden. Genau. Ne? Also was vorher gar nicht so sichtbar war, was man als Pflegekraft alles leisten kann, wo man arbeiten kann, das wird jetzt nochmal transparenter. Und auch in der Ausbildung sozusagen müssen dann die Auszubildenden viele Stationen durchlaufen. Genau, das ist das Spannende an der neuen Ausbildung. Die Schüler müssen ja später Generalist sein, also sie müssen überall tätig werden können. Und deshalb gibt es ganz viele Praktikas, die die Schüler durchlaufen müssen. Das heißt, sie müssen 10 Wochen im Pflegeheim tätig werden, sie müssen 10 Wochen im ambulanten Pflegedienst tätig werden, sie müssen 10 Wochen ihre Ausbildung im Krankenhaus absolvieren, sie müssen aber auch 3 Wochen lang in die Pädiatrie und also in die Kinderversorgung und auch in die Psychiatrie 3 Wochen. Sind nebenbei natürlich noch in ihrer eigenen Einrichtung, müssen aber natürlich ganz viele andere Stationen durchlaufen, um dieses umfangreiche Wissen, was sie später anwenden sollen, sich aneignen zu können. Und ein Teil der Ausbildung findet ja auch hier auf der Lockwitzer Straße sozusagen statt. Und Sie haben ganz interessante Ausbildungsräume tatsächlich. Können Sie dazu ein bisschen was sagen? Die sind ja auch sehr praxisorientiert. Genau, also wir haben schöne Fachpraxisräume, wo die Schüler dann auch alles, was sie in der Praxis anwenden sollen, fachpraktisch lernen können.
fängt an von der Grundpflege, also vom Waschen über die Blutentnahme, Blutdruckmessung, also alles das, was ein Schüler in der Pflege können muss, das üben wir ja auch. Für wen eignet sich denn generell eine Ausbildung in der Pflege? Das ist immer eine gute Frage. Genau, natürlich erstmal alle, die gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Dann aber natürlich auch Menschen, die vielleicht auch technisch interessiert sind. Da haben wir den Einsatzbereich der Intensivpflege. Menschen, die gerne mit Kindern zusammenarbeiten, die können im Kinderbereich arbeiten. Durch dieses breite Spektrum, was sich jetzt gebildet hat in der Pflege, sind halt ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten denkbar und ist eigentlich für jeden irgendwas dabei. Wie läuft denn die Arbeit dann praktisch ab mit den Praxisstandorten? Wie ist da die Kommunikation oder gibt es eine Art Verbund? Genau, das ist das Spannende an der jetzigen Situation. Also das Schöne für die Schüler ist, dass die ganz viele Einsatzorte haben, ne, und ganz viel lernen. Für die Einrichtung, die Ausbildungseinrichtung an sich ist das natürlich etwas problematisch, weil die diese Einsätze auch koordinieren müssen. Das heißt, wenn ich meinen Schüler, ne, der ist im Pflegeheim zum Beispiel angestellt, der muss jetzt in ein Praktikum im ambulanten Pflegebereich machen, dann müsste sich jede Einrichtung eine eigene Kooperationspartner suchen, damit dort die Ausbildung des Schülers sichergestellt ist. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir das besser lösen können. Und wir haben in Dresden einen Ausbildungsverbund gegründet. Das heißt, alle Einrichtungen, die an Ausbildung mitwirken möchten und das auch qualitativ gut machen möchten, sind in diesem Verbund drin. Und somit ist der Schüler, der im Pflegeheim jetzt seine Ausbildung macht und ins ambulanten Pflegedienst wechseln muss, der weiß genau, dieser Partner ist Verbundspartner. Und dort gelten dieselben Qualitätsregeln und Normen wie in seinem eigenen Ausbildungsbetrieb. Also eine Art Qualitätsmanagement eigentlich. Genau.